Ich bin Pädagoge in Bildungsarbeit. Und zwar bin ich hier, um die Schüler zu unterstützen. Auf der einen Seite einfach, um den Kleinigkeiten zu helfen, auf der anderen Seite zu Schülern zu gehen, die nicht ganz mitkommen mit dem Stoff oder manche, die vielleicht auch sogar schneller sind, zu unterstützen. Also bei mir im Englischunterricht läuft das so, vorne ist dann der Fragetisch, wo dann Schüler hinkommen können und da kommen dann die Pips, die helfen, die unterstützen, machen vielleicht auch eine Aufgabe mit den Schülern zusammen. Dann lernt man auch so ein bisschen das Handwerk vom Lehrer. Also was muss ich einsetzen von der Körpersprache her, von der Stimme her? Man kann mit dem Lehrer viel mitmachen, man kann aber auch einzeln auf die Schüler zugehen. Also es ist echt, man ist nicht alleine, sondern man ist echt immer gut aufgehoben. Das Kollegium ist mega easy, das ist echt cool. Die Lehrer unterstützen dich immer, sind dankbar, dass du da bist. Und der Chef sagt immer, es muss einen Unterschied zwischen Lehrern und uns auch geben. Auch arbeitsstundentechnisch, es wird an dein Studium angepasst. Als PIP, was unsere Aufgabe ist, ist eigentlich abhängig von dem, was du kannst, was du weitergeben möchtest, auf was du Bock hast. Wir bieten quasi Campus-Angebote an. Wir haben die Optionen, da eigenständig so ein bisschen unsere Ideen mit einzubringen. Ob du jetzt künstlerisch begabt bist, Musik, Englisch, Mathe, von BMXen über Basketballspielen, Brettspiele, gibt's eigentlich alles. Ich mache hier an der Eichendorf-Schule den BMX-Campus und fahre quasi täglich von Schule zu Schule. Das ist schon eine gewisse Art von Selbstverwirklichung, würde ich sagen. Und wenn du merkst, dass dein Angebot, das du den Kindern gibst, so gut ankommt, dann hast du auch einfach Spaß an der Arbeit, weil du halt eben was zurückbekommst dadurch. Ich würde den Job als PIP jedem empfehlen, der einfach Bock drauf hat, der mal sagt, ich möchte was mit Menschen machen. Man hat sehr, sehr, sehr viel Spielraum, mit den Kindern Dinge auszuprobieren. Und es ist einfach schön zu sehen, wie die Kids da aufblühen bei uns in den Campusangeboten.